Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir die Ballade von Revali abgeschlossen und dort könnt ihr auch noch abstimmen, welche Ballade wir als nächstes machen. Jetzt dachte ich mir aber, da wir ja eh gerade bei den Orni unterwegs sind, werde ich mir hier in dem Gebiet die restlichen Sternchen angucken und hier sind auch noch ein paar Schreine zu finden und zu erledigen. Den hatte ich ja gar nicht gefunden, der da irgendwie hinter den Bergen und so, ne? Da sieht man es, wie ich da rumgeflogen bin. ja, das machen wir heute. Und ich wollte ja auch noch eigentlich den Schrein in der Schlucht machen. Das habe ich dann spontan vergessen. Ganz spontan, weil wir direkt zu Medo sollten. Und ja, jetzt geht's erstmal genau in diese Richtung. Denn da gibt es noch einen Schrein. So, ich denke, diese Folge und nächste Folge werden wir hier beschäftigt sein und danach wird es dann mit der nächsten Ballade weitergehen. Ist das ein Stein? Nein, das ist nur... ist kein Stein. So. Na, ich habe schon den Ex-Cyphers gehört, aber ich habe keine Feuerlanze oder so dabei, leider. Ey, da rollt meine Wildbeere. Wegen dir. Wegen dir. Mano. Da ist sie. Da ist sie. So. Da irgendwo unten ist der Schrein der Begierde. Von hier oben sieht man noch gar nichts. Ich sehe so überhaupt nichts. Blöpp. Ich konnte gerade die Tiefe überhaupt nicht abschätzen. Okay, ich vermute mal, das ist da drin. Kann ich damit irgendwas machen mit dieser großen Tür? Oh, ich muss wahrscheinlich in so... Ah, ja. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Gibt es hier irgendwo einen ganz großen Schneeball? Der hier runterrollen kann? Ich guck mal. Und dann können wir auch gleich austesten, wie schnell Revali Sturm sich wieder auffüllt. Das soll ja schneller gehen. Schneeball? Ich sehe auf jeden Fall die Einkerbung, wo das lang rollen soll. Guck mal, da unten die untere Spitze bei Revali Sturm ist schon gut dabei, würde ich sagen. So. Genau, dann rollt das hier weiter. Soll ich eine von den kleinen Dingern hier nehmen? Darf ich die, kann ich die vorher ein bisschen größer rollen? Geht das? Wenn man sie so ein bisschen hin und her rollt, wirft, tut. Ja, komm, bleib doch mal hier. Bleib doch mal hier. So. Und jetzt legen wir sie hier einfach ab. Und dann rollt sie ihren Weg, hoffentlich. Warte! Warte! Ich will mir das mit angucken. Okay. Ah ne, sie muss da rein. Schneeball, du musst da rein. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Boah. Okay, das ist wirklich hammerschnell. Ich glaube, das hat nicht so gut geklappt.
Ich nehme einfach mal einen neuen. Das hat nicht so gut funktioniert. Muss hier reinrollen. Oder? Hm. Oder hier rein? Okay. Es gibt mehrere... Aha. So. Es gibt mehrere Stellen. Ich bleib dann einfach mal hier oben. Und probiere einfach mehrere Stellen aus. Machen wir es so. Ich nehme mal die zweite. Wo willst du denn? Ich sehe halt auch so viel. Es hat geklappt. Okay. Los geht's. Es war also die zweite Rampe. Aber coole Idee. Coole Idee. So. Hallo. Hier bin ich. Die zur gleichen Zeit. Die gleichen Zeiten wollte ich sagen, aber... Nee. Aber nee. Habe ich noch einen Bumerang? Ja, nee, den möchte ich nicht nehmen. Ich nehme den hier. Ich nehme einfach einen Pfeil, bevor meine Waffe weg ist. Tschüss. Ist wohl wieder ein größerer Schrein. Ah! Okay. Ich guck kurz, was auf der anderen Seite ist. Warte, zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit. Okay. Pass auf. Ne, lauf! Das klappt doch niemals. Amen! Ach so. Ja, das wäre dann offen. Ich dachte, das muss wirklich gleichzeitig dann vonstatten gehen. Aber es ging nur um das... Oh, Pfeile. Es ging dann nur um das letzte Kügelchen, was da hing. Mm, ja. Habe ich wieder zu weit gedacht. So, damit hätten wir auch alle Kisten. Ja, habe ich zu weit gedacht. Ja, fertig. Oh, wie schön, dass hier die Pfeile überall noch rumliegen. Die ich gerade verschossen habe. So, wie viele Schreine habe ich denn dann? 98? 99? Zeichen der Bewährung. Ich glaube 98. Sehen wir ja jetzt. 98. Noch 22 Schreine, ne? Dann, ne? Oh, ich mache keine 100%. Mache ja auch nicht 100%ig, aber ich nehme so viel wie möglich mit für das Let's Play. Sagen wir es mal so. Genau. So, wo begebe ich mich denn dann als nächstes hin? Wo war ich denn schon überall? Hier habe ich auch noch zwei Sternchen, aber ich glaube nicht, dass es da noch was gibt. Und hier wimmelt es nur so von weißen Leunen. Und in dem Labyrinth waren wir auch nicht sehr viel. Also eigentlich waren wir nur hier hinten unterwegs. Das wundert mich gerade. Okay, hier wollte ich nochmal hin. Und ich glaube, dass hier irgendwo ein Eingang sein könnte.
Deswegen, ich teleportiere mich, glaube ich, mal hierhin. Oder war das dieser Vogel von der... Nee, warte, ich teleportiere mich hierhin. Ich glaube, da komme ich besser weg. So. Wo bin ich? Ach so, hier bin ich. Ja, klar. Schon wieder so dunkel. Ich mag das nicht. Ich will direkt dahin. Da ist auch ein bisschen Wasser. Gut. Hui. Dann wollen wir mal. Wer slidet geschwind durch Nacht und Wind? Es ist der Link. Mit einem Rind. Ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Hallo Füchslein. Ja, fast da. Hui. Bisschen holprig. Hast du ihn lachen hören? Er hat dabei gelacht. Ich glaube, ich habe Link noch nie lachen hören. Ja, jetzt sind wir da. Jetzt gleich. Okay. Ja. Schwuppdiwupp. Huch. Okay, hier wollte ich hin. Oh, ich brauche noch ein paar Sachen von dir. Ein paar Eisflügel brauche ich noch. Das trifft sich ja gut. Okay. Guten Tag. Lass das. Oh, der braucht zwei Schläge. So, kann ich den noch aufnehmen? Nee. Die Bogentasche ist nämlich voll. Ah, hier ist wieder so eine Tür. Okay. Ich brauche... No. Ich brauche... Ich glaube, ich verstehe. Hier ist extra Wasser, damit die Schneekugel hier weiter rutschen kann. Jetzt brauche ich nur noch eine Schneekugel. Könnte hier oben irgendwo sein? Hallöchen. Nehmen wir direkt die große, oder? So. Nee. Jawollo. Ach, komm schon. Oh, ich dachte schon. Das ist die Eishöhle, von der mal gesprochen wurde. Von denen, die diese Riesenskelette suchen. Ja, wunderbar. Endlich habe ich das auch mal gefunden. Und das müsste der Schrein sein, der dann hier im Inneren des Berges ist. Oh, cool. Sehr, sehr cool. Sieht auch verdammt geil hier drin aus. Mega. Da ist auch der Kopf dran. Wunderbar. Sehr schön. Hebra-Riesenfossil. Wie cool das einfach aussieht. Fürs Thumbnail. Ja. Mega cool. So, ist das der Schrein, der dann im Berg... Ja, definitiv. Ne, wenn man überlegt, wo wir überall rumgeflogen sind, da... Das ist genau die Stelle, die ich gesucht habe. Kurz noch gucken, ob hier was hinter ist.
Manchmal versteckt sich ja noch der ein oder andere Krog. Als, ist jetzt einsatzbereit. Ja, danke. Als hätte ich es gerochen, ne? So, ich glaube, das Wasser ist ein bisschen kalt, um da drin zu schwimmen. Daher nehmen wir diese Methode hier. Na, komm schon. Wow. Nein! Na, gut, dann kletter ich. Hab ja meine Klettermütze auf. Erstmal auf der Wirbelsäule des armen Skelettes rumlaufen. Naja, es kriegt davon nichts mehr mit, ne? So, bloß nicht runterfallen, ne? So. Da. Bäh. Uff. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Sieht aus wie so eine Hand. Hier. So, ansonsten haben wir ja noch Revalis Sturm, um wieder hochfliegen zu können. Jetzt schön auf den Kopf. Und dann hätten wir den Krog auch. Ja, ich mich entdeckt. Wunderbar. So, und zurück zum Schrein, bitte. So. Das wäre dann Schrein Nummer 99. Ein Segen. Ein Segen. Habe ich Platz? Nein. Natürlich nicht. Was könnte ich denn mal wegtun? Den eigentlich. Ein Foto habe ich davon gemacht. Weg damit. Dankeschön. Tschüss. So, wo sind wir gerade? Zeitlich bei ungefähr 20 Minuten. Ein Schrein wäre noch drin, falls ich ihn finde. Das wäre jetzt Nummer 99. So. Ich habe gerade auch so überlegt, die Schneestiefel wären hier wahrscheinlich sehr praktisch, ne? Aber die benutzen wir dann, wenn wir das Schwert überhaupt finden von der 8. Kriegerin. Die benutzen wir dann für die Hebraberge zur Erkundung. Hier ist ja schon fast alles geritzt, ne? Da wollte ich nochmal hin, aber ich weiß, dass hier und hier ein Schrein in der Nähe ist. Deswegen mache ich das jetzt einfach zuerst. Genau, ich muss nur erstmal wieder hier rausgekrochen kommen. Und vielleicht muss man da auch was mit Schneebällen machen? Eventuell. Wobei, ein Ball ist das ja nicht mehr. Das ist schon hardcore. Aber ein Ball kann ja auch sehr groß sein, ne? Von daher ist die Bezeichnung eigentlich schon in Ordnung. So. Ah, ja, ja, ah. Keine Angst, ich tu dir nichts. Ich tu dir nichts. Zumindest heute. Dann muss ich weiter hier runtersliden, ne? Okay. Dann legen wir mal los. Yay! Woo! Ja gut. Machen wir es so. Ist das die richtige Richtung? Ja. Aua. Ah, Steine. Nicht auf Steinen. Das tut ein bisschen weh. Fürs Schild. Ich muss nur gucken, was wir da gleich machen müssen. Ist auf jeden Fall ganz am Ende hier von der Strecke. Und gleich müsste auch der Sensor anspringen. Glaube ich. Hoffe ich.
Sollte zumindest so sein. Da oben ist noch ein Monsterlager. Hi. Ja, da ist der Schreinsensor. Flup. Einmal ein bisschen heilen. Ah. Eine heiße Quelle in der Kälte. So. Guck mal, da ist ein kleiner Schlitz. Da gehen wir doch mal durch. Feuer? Huch? Oh. Ich nehme mal das hier lieber dafür. So, Feuerstein. Verrostete... Hier sind nur verrostete Schilde. Okay. Habe ich davon eigentlich schon ein Foto von den Verrosteten? Ja. Muss ich hier hoch? Den lasse ich jetzt mal da stehen. Wo bin ich? Da. Ui. Ach, diese Kamera. Warte. In die Richtung. Noch höher? Also nehme ich an. Ich weiß es nicht. Hier ist auch ein Feuer. Okay. Wo ist dieser Schrein? Sollte ich dem Feuer folgen? Ich mache erstmal hier, ne? Bam! So. Damit wäre das auch erledigt. Den nehme ich gerne. So. Da war ein silberner Exalfos bei. Sehr spannend. Also, was der so hinterlässt. Ah, Feuerlanze. Kann ich hier ja gut gebrauchen. Der kommt weg. Dankeschön. So. Okay, das kann ich auch noch mitnehmen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo der Schrein ist. Ist er wieder unterm Berg oder so? In die Richtung. Ich folge jetzt einfach mal dem Signal. Ich war mir ziemlich sicher, dass da ein Schrein drin ist. Dran ist, drum ist. Der müsste ja jetzt hier direkt kommen, der Schrein, den ich mir da mal markiert hatte. Da sind noch mehr Lämpchen. Wer? Wo? Da unten. Wie mach ich... Was? Wie komme ich denn jetzt da rein? Kann ich irgendwas von oben vielleicht... wegdonnern? Ups, nein, nicht der. Von hier? Oder so? Nein. Wie komme ich da rein? Ja, hallo? Ah, guck mal. Hier ist ein Haufen Steine. Mit einem Haufen Wind. Okay. Wie komme ich denn da rein? Von hier vielleicht?
Muss ich jetzt irgendwie ein... Nee, hier ist nur ein Krog. Muss ich jetzt irgendwie einen Eingang finden oder habe ich irgendwas verpasst? Ja. Oh, Entschuldigung. Wie komme ich denn jetzt da rein? Vielleicht hier irgendwie von der Seite? Ich habe keine Ahnung. Verrät mir die Karte vielleicht irgendwas? Also da drin ist das. Vielleicht kommt man von hier dann so... Diese ganzen Wege, ne? Ich weiß es nicht. Kann man nicht einfach durch den Schlitz durch? Das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Die Wand scheint mir auch zu stabil zu sein, als da irgendwas wegsprengen zu können. Hat ja gerade mit den Bombenpfeilen auch nicht geklappt. Aber ich probiere mal was aus. Ich guck mal, ob es irgendwie von der Seite eine Möglichkeit gibt, da reinzukommen. So, ich wollte nämlich mal kurz da rauffliegen. Auf diese kleine Plattform hier. Wo man auch was wegsprengen kann. Au, au, das war zu tief. Jupp. Da ist auch was zum Wegsprengen. Okay, hier gibt es nur wieder Wind. Also nur, ne? Nur ist gut. Aber ich sehe auch nichts bei diesem Schneesturm. Da sind auch Fackeln. Warte mal. Das muss was bedeuten, dass es da Fackeln gibt. Genau dort. Hallöchen. Okay. Aufregend. Folge den Fackeln, heißt das Spiel. Ja, genau. Ja, doch noch geschafft. Cool. So, den machen wir noch und dann springen wir in die nächste Folge, ne? Ich weiß jetzt halt nur nicht. Ja, werde ich ausprobieren, ob es da auch nochmal bling-bling macht, ne? Ansonsten gibt es hier echt nicht mehr viel abzugrasen. So, Schreckmoment ist, ja. Ich bin schreckhaft, habe ich das schon mal erzählt? Habe ich was Brennbares bei ihr? Die gute alte Knochenbock-Keule-Zeug. Was ist denn da unten? Ach, Lava. Okay. Lalala. Da ist der Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Okay. Da. Schwupp. Ja, genau. Okay. Dieser Schreckmoment. Ich kann hier nicht so gut rennen. Ich kann hier nicht so gut rennen, weil Wasser. Okay. Dann bombe ich euch halt weg. Warte mal. Ich nehme andere Pfeile. So, hier, nimm das. Dieser Schreckmoment war gemeint. Okay. Ich wollte drauf zurennen, aber Wasser macht einen ja so ein bisschen langsamer, wenn das so hüfthoch ist. Aufregend. Sehr aufregend. Nein, nicht die Bombe. So.
Alle ab. Bombenpfeile, sehr schön. Dasselbe da drüben. Okay. So viele Knöpfe hier. Okay. Boah, dieses Spiel, ne? Aber man hat schon was gehört. Deswegen war ich so, mal gucken, was jetzt kommt. Du kommst mal schön zu mir. Da ist noch ein Knopf. Dankeschön. Falls noch einer kommt, genau. Ich mach mich bereit. Oh, das war viel zu spät. Okay. Wieso funktioniert das nicht? Ich nehme die Kiste. Ich nehme einfach die Kiste. In Sicherheitsabstand bitte. So. Dann schieben wir das einfach hoch. So. Jo! Gib ihm. Waren das alle Kisten? Nein. Es waren nicht alle Kisten. Oder? War ich jetzt richtig? Ja. Es waren nicht alle Kisten. Oh, na gut. War witzig. Ja, es war witzig. Schrein Nummer 100 ist das. Schrein Nummer 100. Yeah. Zwei weitere Herzcontainer. Ich komme. Gut. In der nächsten Folge gilt es dann, hier ist übrigens ein Hinox, glaube ich. In der nächsten Folge gilt es dann, ein paar Sternchen noch abzugrasen. Und dann geht's weiter mit Ballade der Recken, ne? Ah, ich freue mich. Geht weg. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.